Willkommen zurück, Leute, zu Phoenix Wright Ace Attorney. Wir befinden uns hier im zweiten Fall noch immer, der Fall mit Mia. Und wir sind gerade bei der Augenzeugin, der Frau May. Ich hoffe, ihr erinnert euch an sie. Wer könnte sie vergessen, ha? Wer könnte sie vergessen? Reden wir mal weiter mit ihr. Können Sie... Wer genau sind Sie? Oh, Herr Anwalt, packen Sie mich etwa an? Nein, ey! Ich mache nur meinen Job. Wissen Sie eigentlich, dass Sie niedlich sind, wenn Sie rot werden? Glaub mir, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so rot wurde. Nun, können Sie mir bitte sagen, was Sie beruflich machen? Nun ja, nein. Und Sie dachten, Sie hätten mich, richtig? Oh Mann. Okay, wir erfahren nicht, was Sie beruflich macht. Für wen hält sie sich? Wollo? Oder was, ey? Please. Ich sehe zwei Gläser auf dem Tisch. Lebt hier noch jemand mit Ihnen? Oh, welch bemerkenswerte Beobachtungsgabe. Sie müssen einer dieser berühmten Detektive sein, wie die im Fernsehen. Oh nein, ich doch nicht. Ich bin nur ein Anwalt. Sagen Sie, Herr Spürnase, warum schauen Sie nicht mal im Papierkorb nach Indizien? Frau May mag keine neugierigen kleinen Anwälte. Oh Mann. Okay, ich sehe schon. Bei der geht jetzt nicht so viel, ne? Wir könnten mal... Ja, wir können mal die Dinger, die Beweise so ein bisschen durchgehen hier mit ihr. Das ist so die erste Möglichkeit, oder? Entschuldigung, aber ich bin Zeuge. Zeuge für die Polizei. Verstehen Sie? Wie könnte ich Ihnen da ruhigen Gewissens Informationen geben, hm? Ich, die Zeugin? Das ist wie in einem Film. Also keine... Entschuldigung, okay, ich sehe schon. Keine Informationen von dir, wa? Lässt sie mich denn hier ein bisschen was untersuchen? Wahrscheinlich nicht, oder? Eine Flasche und zwei Gläser stehen auf dem Tisch. Hier muss also noch jemand anderes wohnen. Das hier ist das Fenster, durch das sie das gesehen hat. Das Sonnenlicht des Spätsommers fällt durch das Fenster. Das ist ja das Gebäude mit dem Büro von... mit den Büros von Faye und Partner. Man kann recht gut in die Räume hineinsehen. Trotzdem denke ich, es wäre schwer, ein Gesicht auf diese Entfernung zu erkennen. Das ist schon mal gut. Gut, ich denke, wir sind hier durch. Ich weiß es aber auch nicht. Sieht aus, als wäre Herr Großberg nicht da. Vielleicht sollte ich hier auf ihn warten. Das war das deutlichste Räuspern, das ich je gehört habe. Aha, also sind Sie, also Sie sind derjenige, der mich sucht? Ja, der bin ich. Er sieht sogar noch größer aus, als ich gedacht hatte. Das Abzeichen an Ihrem Kragen. Demnach sind Sie Anwalt, richtig? Ja, das stimmt. Und was wollen Sie? Ich habe zurzeit nicht so viel zu tun. Bitte, fahren Sie fort. Nicht viel zu tun? Warum ist es dann so schwer, ihn anzutreffen? Stimmt etwas nicht? Sie kamen, um den einzigartigen Marvin Großberg zu sehen, stimmt's? Nun, hier bin ich, mein Junge. Was wollen Sie? Raus mit der Sprache. Nun gut, es geht um Maya. Maya Fay. Ah, ja, Maya Fay. Fahren Sie fort. Warum diese merkwürdige Reaktion? Atschatscha. Ich habe wirklich sehr viel zu tun, mein Junge. Ich kann keine Fälle von heute auf morgen übernehmen. Das ist unmöglich. Warten Sie einen Moment. Woher wussten Sie, dass die Verhandlung morgen stattfindet? Wie auch immer. Ich fürchte, ich kann diesen Fall keinesfalls übernehmen. Ende der Diskussion. Was hat das zu bedeuten? Er hat abgelehnt, ehe ich ihn überhaupt gefragt habe. Was sage ich Maya nur? Okay. Mr. Großberg, hatten Sie nicht gerade noch gesagt, Sie haben nicht so viel zu tun? Irgendwie so? Wie können Sie einfach so ablehnen? Warum können Sie den Fall nicht übernehmen? Sehen Sie, es ist so. Ich bin sehr beschäftigt. Wissen Sie? Aber der Klient ist mir... Aber der Klient ist Mia Fays Schwester. Mia hat ihnen vertraut. Sie wusste, ihre Schwester würde in guten Händen sein. Ja, sicher. Das weiß ich. Wie auch immer. Es tut mir leid. Ich muss leider ablehnen. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Kriecher. Na gut.
Ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu streiten. Ich werde mich woanders umsehen. Hm. Ich glaube nicht. Hä? Sagten Sie etwas? Ich sagte, ich glaube nicht. Was meinen Sie? Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich fürchte, dass kein Anwalt diesen speziellen Fall übernehmen wird. Tut mir sehr leid, mein Junge. Warum? Das kann ich nicht sagen. Wenn Sie jetzt bitte gehen würden, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Was geht hier vor? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Woher wussten Sie, dass Frau Fay... Sie arbeitete hier. Es ist sehr lange her. Während ihres Studiums. Sie lernte meine Techniken beeindruckend schnell. Eines Tages ist sie einfach gegangen. Sie hatte eine Mission, wissen Sie? Eine Mission? Man konnte es in ihren Augen lesen. Sie verfolgte sie mit feuriger Leidenschaft. Sie schaute nie zurück. Das Bild ist außergewöhnlich. Aha. Es ist Ihnen aufgefallen. Es ist mir Freude und Stolz. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Nun, nicht wahr? Die Farbe des Himmels, die Nuancen des Meeres, die Struktur des Strohhuts. Es ist mindestens 3 Millionen wert, aber ich werde mich nicht davon trennen. Nein, ich werde es nicht verkaufen, nicht mal Ihnen. Nicht, dass ich interessiert gewesen wäre. Es ist nicht zu verkaufen. Ich kaufe auch nicht. Okay, der Typ ist, ja, man weiß es noch nicht, ne? Man weiß noch nicht, was... Er hat auf jeden Fall dicke Man-Boobs. Das ist okay. Haben wir nicht auch einen Zettel? Von mir? Aber so haben wir jetzt eigentlich nichts. Würde ich sagen, schauen wir bei Mia wieder vorbei. Jetzt geben wir die schlechten Nachrichten mal durch. 6. September, 15.42 Uhr. Strafanstalt, Besucherraum. Hallo. Oh, Sie sind wieder da. Haben Sie den Anwalt gefunden? Naja. Was sag ich ihr denn jetzt? Nun, sehen Sie, sei einfach ehrlich. Ich denke, Sie sollten diesen Mann nicht engagieren. Er schien mir nicht gesund zu sein. Er war nur noch Haut und Knochen. Was ist wirklich passiert? Sagen Sie nicht, hat er sich geweigert, mir zu helfen? Ja. Ich verstehe. Dann bin ich jetzt ganz allein. Dann dauert es wohl nicht mehr lange, bis ich einen Pflichtverteidiger kriege. Schon 16 Uhr, die Zeit ist um. Was soll ich tun? Soll ich sie hier sitzen lassen und nach Hause gehen? Nein! Wir verteidigen dich jetzt, Mann. Wir kriegen das hin. Ich habe mich entschieden. Ich werde sie verteidigen, ob sie wollen oder nicht. Warum? Warum? Nun... ich kann sie nicht verlassen. Niemand ist so bedauernswert wie eine Person ohne Freunde. Ich weiß das. Ich stand auch schon mal allein da. Das ist lange her. Warum bin ich Anwalt geworden? Weil jemand sich um die Leute kümmern muss, die niemanden an ihrer Seite haben. Maya, ich lasse Sie nicht im Stich. Sie können auf mich zählen. Das ist so lieb von Ihnen. Gut. Dann lassen Sie uns das hier durchstehen und Sie hier rausholen. Ja, einverstanden. Vielen Dank. Wow, sie lächelt endlich. Sie sieht gleich wie eine völlig andere Person aus. Eine letzte Frage. Sie sind unschuldig, oder? Ja. Und ich vertraue Ihnen. Und Sie vertrauen mir auch, okay? Abgemacht. So, wie geht es weiter? Da ist etwas, das mich schon lange beschäftigt. Was war in der Schublade dieser seltsamen Frau? Als ich versuchte hineinzusehen, wurde sie nervös. Da muss etwas drin sein. Können wir noch was besprechen? Nee, können wir nicht. Dann schauen wir nochmal bei der seltsamen Frau vorbei. Guten Tag, der Herr. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Oh, ich bitte um Verzeihung, mein Herr. Ich bin der Page dieses Etablissements. Steht zu Diensten, mein Herr. Ah, in Ordnung. Ich bin gekommen, um Ihnen Ihre Bestellung aufs Zimmer zu bringen, mein Herr. Wissen Sie, wo Frau May sein könnte? Ah, unser Gast Frau May nutzt wohl gerade die sanitären Einrichtungen. Wenn Sie keine Wünsche haben, werde ich mich empfehlen. Bitte bleiben Sie, solange Sie möchten. Genießen Sie. Ja. Nein, warten Sie, hey!
Warum blamier ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich hier bin? Moment mal, das ist meine Chance, ein wenig zu schnüffeln. Oh, ich hätte fast vergessen. Ah, da sind sie ja wieder. Darf ich Sie bitten, Frau May zu informieren, dass eine Nachricht für Sie vorliegt? Sagen Sie ihr bitte, dass Herr White von Blue Corp angerufen hat. Oh, ja, sicher. Herr White von Blue Corp? Wo habe ich den Namen schon mal gehört? Das mit dem White haben wir letztens gehört, ja. White. Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. White war der Name des Mannes, der Mia und Mayas Mutter ruiniert hat. Kann das ein Zufall sein? Vermutlich nicht. Liebster Phoenix, vermutlich nicht. Ein Schraubenschlag steckt zur Hälfte bis halb auf den Schublad, ja. Das ist meine Chance herauszufinden, was da drin ist. Na, was haben wir denn da? Eine Wanze. Hm. Was macht eine Frau wie Sie mit so etwas? Wanze zur Gerichtsakte hinzugefügt. Diese Frau May ist definitiv verdächtig. Warum sollte sie so etwas in ihrem Hotelzimmer haben? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es. Na gut. Ich werde diesen Hinweis morgen vor Gericht verwenden. So viel ist sicher. Was Maya betrifft, ich werde diese Frau aufknöpfen. Ich meine, ich werde sie mir vorknöpfen. Oh, Page, immer noch hier? Oh, Zeit zu verschwinden. Ich freue mich schon auf ein heißes Tändchen mit Ihnen, Frau May. Vor Gericht. Fortsetzung folgt, aber direkt hier. Gut, wir speichern das Ding. Und dann scheint es so zu sein, dass die Gerichtsverhandlung beginnt. 7. September, 10 Uhr, Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 1. Oh, Edgeworth. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Frau Maya Fay. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Miles Edgeworth. Ich darf heute keine Schwäche zeigen. Sonst wird er sofort an mir rummeckern. Herr Edgeworth, das Gericht bittet Sie um Ihr Eröffnungsplädoyer. Danke, euer Ehren. Die Angeklagte Frau Maya Fay befand sich am Tatort. Der Staatsanwaltschaft liegen Beweise vor, dass sie den Mord verübt hat. Und wir haben einen Zeugen, der sie dabei gesehen hat. Die Staatsanwaltschaft hat keine Zweifel über die Fakten in diesem Fall, euer Ehren. Ich verstehe. Vielen Dank, Herr Edgeworth. Dann lassen Sie uns beginnen. Wenn wir unseren ersten Zeugen aufrufen dürfen, euer Ehren? Die Staatsanwaltschaft ruft Inspektor Gumshoe, zuständiger Beamter am Tatort, auf. Zeuge, bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen und Ihren Beruf. Jawohl, ich heiße Dick Gumshoe. Ich bin der für Morde zuständige Inspektor im Polizeibezirk. Inspektor Gumshoe, bitte schildern Sie uns die Einzelheiten dieses Mordes. Sehr gerne. Ich werde es Ihnen am Bodenplan des Büros erläutern. Die Leiche wurde hier bei diesem Fenster gefunden. Und war das die Todesursache? Und was war die Todesursache? Verbluten nach einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Die Mordwaffe war eine Statue des Denkers, die neben der Leiche gefunden wurde. Sie ist schwer genug, um selbst ein Mädchen als tödliche Waffe zu dienen. Das Gericht erkennt die Statue als Beweis an. Sie bezeichnen die Mordwaffe immer noch als Statue. Bodenplan zur Gerichtsakte hinzugefügt. Sehr gut. Nun, Inspektor? Ja! Sie haben Frau Maya Fay, die Sie am Tatort befand, sofort verhaftet, richtig? Können Sie mir sagen, warum? Ja, sicher. Es gab eindeutige Beweise, dass sie es war. Inspektor Gumshoe, bitte sagen Sie vor dem Gericht über diese eindeutigen Beweise aus. Maya Fays Festnahme, Zeugenaussage. Als der Anruf kam, eilte ich sofort zum Tatort. Dort befanden sich bereits zwei Personen. Die Angeklagte Frau Maya Fay und der Anwalt Herr Phoenix Wright. Ich habe Frau Maya Fay sofort festgenommen. Warum? Wir hatten eine Zeugenaussage mit ihrer Beschreibung. Die Zeugin hat Frau Maya Fay genau zum Zeitpunkt des Mordes gesehen. Genau zum Zeitpunkt, sagten sie. Nun gut, Herr Wright. Sie können mit dem Kreuzverhör beginnen. Ja, euer Ehren. Was soll ich nur fragen? Ich habe keinen einzigen Widerspruch in dieser Aussage finden können. Wusch. Was wusch? Klatsch. Hey. Maya hat gerade etwas nach mir geworfen. Was ist das?
Wenn meine Schwester keinen Widerspruch in der Aussage eines Zeugen finden konnte, dann hat sie geblufft, um den Zeugen zu jedem Detail auszuquetschen. Der Zeuge verstrickt sich immer in etwas und sagt was Falsches. Das hat sehr oft funktioniert. Hey, hätte mir denken können, dass Maya einige Tricks ihrer Schwester kennt. Also gut, ein Versuch ist es wert. Ist irgendetwas? Nein, euer Ehren. Ich würde gerne mit dem Kreuzverhör beginnen. Maya Fays Festnahme. Okay, dann bin ich mal gespannt. Als der Anruf kam, eilte ich sofort zum Tatort. Achso. Von wem, sagten Sie, wurden Sie angerufen? Hey, mein Lieber, stellen Sie sich nicht blöd. Sie wissen genau von wem. Der Anruf kam von einem Gast aus dem Hotel Gatewater, genau gegenüber vom Tatort. Ich habe seine Aussage angegriffen. Hat wohl nicht viel gebracht. Richtig, bitte fahren Sie fort. Dort befanden sich bereits zwei Personen. Inspektor Gumshoe, wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Eingang des Anrufs und Ihrer Ankunft am Tatort? Nun, ich würde sagen, es waren circa 3 Minuten. Das war ja richtig schnell. Unser Motto für diesen Monat ist schnell reagieren. Darum war ich da, bevor der Mörder abhauen konnte. In der Tat. Sagen Sie uns doch bitte, welche beiden Personen Sie am Tatort angetroffen haben. Ja, gern. Die Angeklagte Frau Maya Fay und der Anwalt Herr Phoenix Wright. Sind Sie sich absolut sicher, dass es wir beide waren? Hör mal gut zu, mein Lieber. Deine blöde Masche bringt hier gar nichts. Die Kleine mit ihren Hippie-Klamotten und sie mit ihrer Igelfrisur. Ihr zwei seid so auffällig wie wie Verdächtige an einem Tatort. Das stimmt. Nun, was sie betrifft, hat er nicht ganz Unrecht. Sie ist unverwechselbar. Ich sollte die Punkte, die ich angreife, vorsichtiger auswählen. Ach ja. Ich habe Frau Maya Fay sofort festgenommen. Warum? Was ist der Grund? Warum? Wir hatten eine Zeugenaussage mit ihrer Beschreibung. Warten Sie mal. Ja? Wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, Sie hätten sie verhaftet, da eindeutige Beweise gegen sie vorlagen. Hä? Ich soll das gesagt haben? Ich habe es genau gehört. Sie haben es wirklich gesagt. Sie haben es gesagt. Was an der Behauptung dieser verdächtigen rosa Dame waren eindeutige Beweise? Wie bitte? Frau May ist nicht verdächtig und sicher auch nicht rosa, mein Bester. Na gut, ich denke, sie ist wohl doch rosa. Das reicht, Inspektor Gumshoe. Haben Sie irgendwelche handfesten Beweise außer Ihren Behauptungen, Inspektor? Ich denke, angreifen kann so seine Vorteile haben. Ja! Mist. Tut mir leid, hab einiges in meiner Aussage durcheinander gebracht, euer Ehren. Es gibt da was, das ich Ihnen als erstes hätte sagen sollen, euer Ehren. Nun gut, Inspektor, dann wollen wir Ihre Aussage nochmal anhören. Eindeutige Beweise. Nach Festnahme der Verdächtigen habe ich den Tatort selbst untersucht. Dabei habe ich neben der Toten ein Stück Papier mit einer Notiz gefunden. Darauf stand deutlich Maya, mit Blut geschrieben. Die Labortests ergaben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Es wurde auch Blut am Finger des Opfers gefunden. Bevor es starb, schrieb das Opfer den Namen der Mörderin. Na, was sagen Sie nun? Das sind meine eindeutigen Beweise. Bevor wir mit dem Kreuzfeuer beginnen, habe ich eine Frage an Sie, Inspektor. Euer Ehren? Warum haben Sie beim ersten Mal nicht von diesem wichtigen Beweisstück gesagt? Nun, es ist mir wirklich peinlich, dass ich es vergessen habe, euer Ehren. Seien Sie in Zukunft bitte sorgfältiger. Nun gut, die Verteidigung kann mit dem Kreuzfeuer beginnen. Aber dieses Kreuzfeuer, liebe Freunde, beginnen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.